Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja Leute, wir sind in der Diätwoche Nummer 3. Ich komme gerade vom Training. Quatsch, wir sind in der Diätwoche Nummer 2. Was rede ich da? Und ich komme gerade vom Training und heute geht es um das Thema, muss ich eigentlich wirklich Cardio machen, um abzunehmen? Oder kann ich das auch einfach sein lassen? Ja, ich finde persönlich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich bin kein Fan von Cardio. Warum, erzähle ich euch auch in diesem Video. Aber erstmal ganz herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten. Ich habe gesehen, ein paar sind dazugekommen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's Daniel. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Wenn du gerade das erste Mal zuschaust, dann lass mir gerne ein Abo da. Auf diesem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so in meinem Leben passiert. Und yo, heute Thema Cardio-Training oder lieber kein Cardio-Training. Ab geht's! Ja, ich mache mir jetzt erstmal was zu essen. Es gibt Vollkornnudeln, Kidneybohnen und so einen Fleischersatz. Das zeige ich euch gleich mal. Das ist ganz interessant, weil es Erbsenprotein ist. Aber kurzum, schon mal vorweg, nein, ihr müsst kein Cardio machen, um abzunehmen. Und warum, das erkläre ich euch auch jetzt. Ja, warum ihr kein Cardio machen müsst, ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Geschichte. Weil, was entscheidet darüber, ob ihr abnehmt oder zunimmt? Ganz einfach, je nachdem, wie viel Kalorien ihr verbraucht und wie viel Kalorien ihr zu euch nehmt. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ihr mehr Kalorien verbraucht, als ihr zu euch nehmt, dann nehmt ihr ab. So, und das können wir jetzt natürlich auf verschiedene Art und Weisen machen. Nämlich, wir könnten Cardio-Training machen. Jetzt bin ich aber so ein Typ, ich habe gar keinen Bock auf Cardio-Training. Und das bedeutet für mich, ich versuche das natürlich zu vermeiden, dass ich Cardio-Training machen muss. Manchmal, so wie heute zum Beispiel, bin ich Cardio-Training machen gegangen, weil ich gestern zu viel gegessen habe. Dann muss ich natürlich gucken, dass ich meine Kalorien irgendwie wieder ins Gleichgewicht bringe. Aber normalerweise habe ich es nicht nötig, Cardio-Training zu machen, weil ich einfach meine Kalorien einspare in der Ernährung. Und warum? Ganz einfach. Ich habe einfach keine Zeit dafür. Das bedeutet, ich gehe ja 6-mal die Woche trainieren. Und wenn ich jetzt 6-mal die Woche trainieren gehe, dann bin ich damit schon ungefähr 12 Stunden bestimmt beschäftigt. Das bedeutet also, wenn ich jetzt auch noch Cardio-Training machen würde, im Anschluss oder ein zweites Mal, dann hätte ich ja schon, sagen wir mal, 3-mal die Woche Cardio, dann habe ich ja schon, oder wenn du jedes Mal danach Cardio machst, dann bist du bei 12-mal. Bei 3-mal die Woche Cardio bist du bei 9-mal Training und dann immer noch plus noch eine Stunde oder sowas. Und das ist mir einfach viel, viel, viel zu zeitintensiv. Das bedeutet, ich spare dann lieber meine Kalorien ein beim Essen, habe dann mehr Zeit für andere Dinge, als dass ich noch Cardio zusätzlich mache. Jetzt kann es natürlich sein, dass du so ein Typ bist, der lieber mehr isst und dem die Zeit egal ist. Dann wärst du vielleicht der optimale Kandidat, um Cardio-Training zu machen. Aber für mich persönlich lieber nicht. Ich finde Cardio-Training auch sehr, 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 sehr langweilig. Anders ist, wenn man das Cardio-Training ein bisschen anders gestaltet. Und zu dem Thema, wie man das Cardio-Training anders gestaltet, nenne ich euch jetzt gleich ein paar Beispiele. Und zwar, wenn du Cardio-Training machst, dann bedeutet das ja eigentlich, du musst dich einfach nur mehr bewegen, um deinen Aktivitätsumsatz nach oben zu bringen. Das heißt, du könntest aber auch was anderes machen als Laufband, Fahrrad und so weiter. Zum Beispiel könntest du eine andere Sportart machen. Du könntest ein bisschen Basketball spielen gehen, Fußball spielen gehen. Du kannst auch Breaken gehen, Breakdance machen, so wie ich es mache. Also du kannst deinen Kalorienverbrauch dann so ein bisschen in die Höhe treiben. Und ich finde persönlich, das Ganze macht viel, viel mehr Spaß, als wenn du einfach stumpf ins Gym gehst. Zum Beispiel einfach nur spazieren gehen auf dem Laufband, das würde ich auf jeden Fall einfach lieber draußen machen. Weil du gehst mit deinem Freund oder deiner Freundin zusammen draußen eine Runde spazieren. Das ist einfach 1000-mal mehr wert, als einfach stumpf im Gym auf dem Laufband rumzukraxeln. Also, was will ich damit sagen? Werd einfach mal ein bisschen kreativ, was das Cardio-Training angeht, wenn du Cardio-Training machen musst.
Oder wenn du gar keinen Bock auf Cardio-Training hast, spar dir die Kalorien beim Essen und dann brauchst du auch kein Cardio-Training machen. Ja, so viel zu dem Thema. Jetzt gibt es noch so ein bisschen Einblicke in das tägliche Geschehen, gerade in der Shred Challenge. Was es Neues gibt mit meinem Muskelfaserriss. Ja, übrigens dieses Pulled Pork. Das ist aus Erbsenprotein, deswegen machen wir das heute. Hier habe ich Vollkorn-Dinkelnudeln. Hier immer noch das kaputte Glas übrigens. Und hier für die Proteine zusätzlich kommt jetzt noch gleich Kidneybohnen mit rein. Und dann war es das eigentlich schon. Ganz, ganz simpel heute. Nichts Wildes. Ich bin richtig platt vom Tag und habe gar nicht mehr so viel Bock, irgendwie großartig zu kochen, irgendwas zu machen. Bin echt ein bisschen im Arsch. Ich habe auch nicht geschafft, viel einzukaufen, weil ich einfach nicht mehr den Kopf dazu hatte, mir auszudenken, was ich einkaufen will. Deswegen mache ich mir später eine Liste, wenn ich jetzt gegessen habe, ein bisschen relaxed habe. Und dann geht es morgen in den richtigen Einkauf. So, ich koche jetzt fix fertig und dann melde ich mich gleich beim Essen. Bis nachher. So, Essen ist jetzt gleich fertig, dann wird nur noch gegessen und dann bin ich durch für heute. Auf jeden Fall, kurzes Update, wie läuft es gerade so in der Diät? Es läuft ganz gut, wenn ihr die ein oder andere Instagram-Story von mir gesehen habt aktuell. Das Fett verschwindet so langsam, Kraftwerte sind immer noch gut, aber es geht ja jetzt auch erst in Woche 2. Ne, Woche 2 ist fertig, es geht in Woche 3. Ich bin sehr, sehr gespannt, was noch möglich ist. 2 Wochen bleiben noch und ich muss jetzt ein bisschen ranklotzen. Das heißt, vielleicht nochmal mit den Kalorien ein bisschen runtergehen oder, wie wir gerade gelernt haben, ein bisschen Aktivität, also Cardio-Training hinzunehmen und dann mal schauen. Ne? Auf jeden Fall bin ich noch motiviert, meine beste Form rauszubringen. Muskelfaserriss, naja, kann man halt nichts machen, ne? Wenn man sich einen Muskelfaserriss holt. Verletzungen passieren. Da lässt sich gar nicht viel gegen machen. Das war halt dumm von mir, es hätte nicht sein müssen. Aber nichtsdestotrotz stecke ich deswegen jetzt nicht den Kopf in den Sand und gebe auf, sondern finde halt meinen Weg, trotzdem weiterzumachen. Und das solltet ihr allgemein in jeder Lebenslage so tun, wenn euch irgendwie sowas passiert, was euch Steine in den Weg legt. Auf jeden Fall erstmal sorry, noch eine Sache, dass ich so unrasiert bin heute, aber ich habe einfach nur trainiert und gearbeitet heute, deswegen ja, keine Zeit gehabt für eine Rasur. Habe ich schon neue Rasierklingen gekauft übrigens. Das tut gar nichts zur Sache, aber egal. Und ich wollte unbedingt das Video noch machen für euch, deswegen heute so ein bisschen unrasiert, aber ist ja männlich, ne? Gut, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das Video schaut, oder eine wunderschöne Nacht. Guten Schlaf. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen und zieht durch, Leute.